Hallo zusammen und willkommen zurück zu Fantasy Star. So, dann wollen wir doch hier an der Stelle nochmal weitermachen. Jetzt hatten wir soweit schon mal die ersten zwei zusätzlichen Partymitglieder eingesammelt und ja, für die, beziehungsweise auch für uns selber, wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen unsere Ausrüstung sozusagen verbessern und ja, natürlich die Charaktere auch alle noch ein bisschen aufleveln. In der ersten Episode sozusagen haben wir ja nur ganz am Anfang mal ein paar Feinde so ein bisschen einzeln besiegt und sind ansonsten eigentlich ja storytechnisch ganz gut vorangekommen. Ich glaube auch, das ist die Hauptsache, worum es sich dann heute dreht, tatsächlich hier jetzt zu leveln und dort weiterzuspielen. Von daher, ja, würde ich mal sagen, so, schreiben wir mal die Musik ein und ja, legen einfach mal los. Jetzt natürlich hier fortsetzen das Ganze. So. Und zwar habe ich mir da auch ein paar Sachen schon mal aufgeschrieben, die jetzt, sage ich mal, nach und nach sozusagen zu erwerben wären. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal durchgehen. Wie wir sehen, Odin hat zum Beispiel noch gar kein Schild. Da gab es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir, weil es jetzt einfach gleich da ist, nehmen wir hier mal dieses einfache Lederschild. Wird dann später von uns noch mit besserem ersetzt, aber... Dazu kommen wir dann auf jeden Fall noch. So, jetzt hat er auch noch ein bisschen mehr Abwehr. 36. Für Miau hat man ja schon gesehen, gab es auch irgendwie dieses dicke Fell hier. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Das kostet aber ein bisschen mehr, von daher warte ich da noch ein wenig. Oh, und jetzt ist uns wohl irgendwie das Spiel abgestürzt oder so ähnlich. Einen kurzen Augenblick. Okay, sozusagen die Reset-Taste drücken virtuell hat erstmal geholfen. Na, mal schauen. Also ja, nochmal dieses Lederschild hier geholt. Weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt irgendwas Komisches ausgeführt hatte. Gut, geht erstmal. Das wäre erstmal das Erste. Dann wollen wir eigentlich für Alice diese Light Suit hier kaufen, die wir schon gesehen haben. Die kostet 290. Ja, da braucht man ein klein wenig Geld noch, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, und von den Gegnern, die ich jetzt hier soweit gesehen habe, gegen die wir bisher bekämpft haben, waren da tatsächlich diese Skorpione eigentlich rein geldtechnisch schon mal am ergiebigsten. Die grünen Schleime haben ja genauso viel Erfahrung gegeben, aber weniger Geld. Wir können jetzt natürlich allerdings auch hier ganz normal mal rumlaufen, also auch mal in diesen Wald mit reingehen oder sowas. Ja, haben wir wieder Skorpione, wie schon gesagt, die lohnen sich jetzt am Anfang auf jeden Fall noch. Ja, Odin momentan gerade komplett verwundbar gegen die, das ist natürlich auch immer gut. Und das gibt dann halt doch schon ein bisschen Geld und theoretisch könnten wohl bis zu 4 von denen erscheinen, na gut. Jetzt haben wir ja mal jede Menge Swarms. Ja, die bringen natürlich trotzdem nicht besonders viel. Oh, aber nein, jetzt haben wir nur mal zufällig gedodged. Okay. Ja, Erfahrung gibt es von denen natürlich trotzdem halt nicht viel Geld.
Da oben müssen wir auch irgendwann mal hin. Wer bist du denn, Maneater? Den hole ich mir kurz gleich mal aus der Liste hier mit raus. Hat 16 Leben. Oh, gibt 15 Geld und 5 Erfahrung. Okay. Das war echt gar nicht mal so schlecht. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie stark die sind. Na, das sieht mal nicht schlimm aus. Also die sind schon mal besser wie die Skorpione. Nein, gibt nur 3 Erfahrungen. Und 13 Meseta. Okay, man muss erst nochmal umändern hier. Also theoretisch sogar schlechter als die Skorpione. Das ist interessant. Jetzt nochmal schauen, geben die jetzt wirklich 4 Erfahrungen oder... Oder kriegen wir jetzt doch weniger, weil wir mehr sind? Aber ich dachte, das war nicht so. Nö, geben 8. Und die 3 von denen haben jetzt 9 gegeben. Ja, also geben die definitiv 3. Okay, war meine Liste wohl hier ein wenig falsch. Ja, 26. Das haut hin. Hm. Aber vielleicht bin ich vorhin auch nur auf Pause gekommen. Also wenn meine Geldliste jetzt allerdings stimmt, dann müsste das man das ja kaufen können, genau. Okay. Und da müssten wir jetzt sozusagen noch ein bisschen mehr Abwehr bekommen. 32. Das ist doch mal gut. Und ja, Odin hat schon die Eisenrüstung und die ist auf jeden Fall schon mal stärker wie das, was wir hier kaufen können. Von daher braucht er es nicht, auch wenn er es theoretisch ausrüsten könnte. Nun gut, das war schon mal diese Sache, das nur einmal. Das nächste, was ich auf der Liste habe, ist das Titanenschwert. Das bräuchten wir sogar zweimal. Und das kostet wohl 320 pro Stück. Na gut. Hier können wir in der Stadt gleich nochmal speichern, wenn wir so dabei sind. Was haben wir denn hier? Owlbear. Mhm. Die sollten jetzt 5 Erfahrungen geben. Na, mal schauen. Und 12 Meseta. Na gut. Wir halten auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr aus, wie es scheint. Ja, also da weiß ich nicht, ob sich das schon lohnt, gegen die zu kämpfen, weil wir halt noch so wenig Schaden gegen die machen. Mal abgesehen von Alice vielleicht. Ja, obwohl, geht vielleicht sogar. Ne? Okay, 5 Erfahrung haut schon mal hin. Okay, und 12 Meseta, das haut auch hin. Und schon mal schön aufgestiegen hier. Auch interessant, dass Odin eine stärkere Waffe hat als wir, aber trotzdem nicht mehr Angriff wie Miau, die ja überhaupt keine Waffe hat. Also theoretisch ist er ein bisschen schwach am Anfang. Man kann auch mal in dieses Gras hier gehen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was da für Monster uns erwarten.
sieht erstmal genau aus und das sind diese ja, geflügelten Augen. Ja, die geben nur 2 Erfahrungen pro Stück, also doppelt so viel Geld wie die Swarms, von daher, ja. Aber sind gleich mal 6 Stück davon. Also müssen das jetzt 36 wieder sein, genau. Okay, sehen alle noch ganz gut aus. Wieder diese Owlbears. Also wie schon gesagt, das wird heute auf jeden Fall hier ziemliches Gegrinde werden, von daher gehen wir dort an der Stelle einfach mal gegen diese Gegner vor und ja, sammeln halt Geld und Erfahrung, so wie man das halt klassischerweise früher mal gemacht hat. Beziehungsweise heute ist das ja wahrscheinlich eher was für das Action-RPG, wo man dort sozusagen ewig lang herumrennt, um noch einen Ticken bessere Ausrüstung zu finden und so weiter. Aber früher war das halt auch bei den rundenbasierten Spielen entscheidend mit dabei. Wir haben nochmal einen Zauber gelernt, okay. Ja, Lebensenergie haben wir jetzt auch schon ganz schön. Chat, okay, also das ist, denke ich, nochmal eine verbesserte Version des Sprechens. Also man kann ja im Kampf mit den Gegnern sprechen und Chat funktioniert dann wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser. Also möglicherweise gegen Monster, die einen halt mit normaler Sprache nicht verstehen können. Ich denke, da gibt es auch eine noch bessere Version davon. Und ja, mit diesen größeren Kisten, wo wir ja jetzt gleich mal 50 oder so bekommen haben, dann sollte das ja doch relativ schnell gehen. Ah, gar nicht mal so schlecht. Ja, ein Skorpion ist natürlich ein bisschen wenig. Worms bringen, wie schon gesagt, nicht besonders viel, aber wenn sie einmal erscheinen, kommen wir es dann natürlich noch gar weg. Okay, das hat jetzt schon mal ein bisschen Schaden hier gemacht. Okay, dann sind wir wieder ein bisschen besser drauf, aber allzu viel sollten wir da nicht riskieren. Dann lieber dann nochmal zurück. Und nochmal Skorpione, das ist auch gut. Okay, ja dann lassen wir uns auf jeden Fall nochmal voll heilen, hauptsächlich ja auch wegen den Magiepunkten jetzt. Und können wir ja mal nachschauen, was die jetzt, wo gerade eben alle ein Level erreicht haben, wie lange das jetzt noch dauern wird. 72, also das ist gar nicht so viel. Okay. Und die zwei legen jetzt fast schneller nach, wie sie für Level 2 gebraucht haben, ist auch interessant. So, wir speichern wieder in der Sicherheitszone hier sozusagen und ziehen dann nochmal los.
Ich denke, an den Strand will man noch nicht unbedingt. Nochmal die Maneater. Ja, gehen auf jeden Fall 3 Erfahrungspunkte. Und die 13 Maneater. Interessant, obwohl sie ja mehr Leben haben wie die Skorpione. Na gut. Okay, war aber auch mal ein schöner Schlag hier von Odin, den gleich wegzuhauen. Wow, und das lohnt sich doch dann hier 50 Maneater gleich. Von den Skorpionen kommen nicht so gern besonders viele, wie es mir scheint. Na gut. Also maximal gibt es da wohl auch nur 4, aber na gut. Ja, aber die sind auch kein Problem hier. Das Wurm ist natürlich sowieso nicht. Da ist auch nochmal eine Höhle, wie wir gleich gesehen haben. Okay. Da sollten wir, da haben wir bis jetzt aber, denke ich, noch keine wirklichen Informationen dazu. Okay, aber kann ja nicht schaden, wenn man mal ein bisschen herumläuft. Außer natürlich, man kommt dann in einen Bereich, wo zu starke Gegner kommen. Aber ja, ich sag mal, das Geld machen geht jetzt doch schon ein bisschen schneller hier. So, jetzt können wir uns im Prinzip eigentlich schon das erste Schwert hier leisten. Aber wir bleiben noch mal draußen, bis wir sozusagen uns zurückziehen müssen. Weil wenn wir dann natürlich für beide gleich eins kaufen können, das ist natürlich noch besser. Ja, das sieht natürlich jetzt schadenstechnisch alles sehr gut aus. Also vor allen Dingen den Schaden, den wir hier so nehmen. Mal 2 oder so Schaden, das ist wirklich kein Problem. Oh, 4! Ah, ja, wir haben langsam zu viele Hitpoints bekommen. Und nochmals Worms. Ja, ja, jetzt machen sie auf einmal auch bei Miau 3 Schaden. Ja, also, das sieht man schon. Das ist halt so ein bisschen die Sache, die ich mal mit dieser Schadensformel am Anfang schon mal erwähnt habe. Dass sie halt doch nicht so ganz immer optimal ist. Also, naja. Am Ende ist dann ein großer Haufen Swarms fast das Gefährlichste, sozusagen, weil die natürlich netterweise immer als erstes angreifen. Ah, jetzt haben sie mal eine ganze Runde ausgesetzt, wie es scheint. Also ausgesetzt, aber wären zuletzt dran gewesen. Na gut. Ja, Odin erreicht schon wieder ein Level. Also scheint tatsächlich, ich weiß nicht, für Level 2 ja, am meisten Erfahrung gebraucht zu haben. Ja, das ist doch wieder gut, 4 Skorpione.
Sehr gut. Okay, von denen noch mal ein ganzer Haufen hier. Natürlich mittlerweile, momentan sozusagen dieser Kämpfe noch relativ simpel. Also Attack, Attack, Attack. Gab ja wirklich viele alte Spiele, wo man das meist so gemacht hat. Wir haben ja momentan auch noch überhaupt keine aggressiven Zauber. Von daher gibt es praktisch auch gar nichts anderes, was man wählen könnte. Du könntest schon mal geheilt werden, na dann machen wir das doch gleich mal. Ja, wie es scheint, sind wir fast bei unserem Geldbetrag, um uns gleich zwei Schwerter zu holen, das ist natürlich sehr gut. Also ja, rückblickend, wenn man da manchmal so denkt, ah, das war ja doch sehr grindig gewesen und so, also natürlich im Gegenvergleich zu heutigen Spielen schon, aber es ist jetzt, wenn man es dann mal wieder spielt, auch gar nicht so extrem, wie man sich es immer gedacht hat, also es hat halt auch so was, ich sag mal, relativ Beruhigendes, wenn man einfach hin und her läuft, die Gegner besiegt, oh, la, 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 sammelt Geld, wird stärker. Okay, 13 Meseta. Da kommen wieder diese geflügelten Augen. Na gut, die bringen jetzt auch nicht besonders viel. Okay. Das müsste jetzt eigentlich auf jeden Fall schon reichen mit dem Geld her. Ja. Ja, dann sage ich mal, gehen wir einfach schon mal zurück. Waffen gab es, denke ich, hier unten in... Was war das? Kaminet? Genau. Also dann 33. Und er hat jetzt 39, ne? Also recht nah dran. Wir haben ja auch schon Level 7. Genau. Wobei ich denke, seine Eisenaxt war sogar besser gewesen wie unser Schwert. Ist aber jetzt nicht so schlimm. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die wir auch gerne mal wieder verkaufen würden. Wenn das der Second-Hand-Shop ist, kann man hier, denke ich, auch Sachen wieder verkaufen, genau. Also theoretisch kann man es natürlich auch einfach wegschmeißen, aber... Na
Ja, scheint immerhin so ungefähr die Hälfte zu sein. Ja, sind wir doch schon wieder bei 150 fast. So, was wäre jetzt der nächste Sprung? Für beide ein Eisenschild für jeweils 520. Also müsste man schon fast an 1000 rankommen. Ja, lassen wir uns auf jeden Fall nochmal auffüllen hier. So, dann wieder unser Speicherstand an sicherer Stelle. Ja, und Alice hat auch schon jede Menge Hitpoints. Und steigt auch noch mal Odin Level auf, sehr gut. Hat immerhin auch schon 60 Leben. Okay. Die haben gleich viel Erfahrung, haben auch, also den gleichen Level, auch ähnlich viel Erfahrung. Na, dann passt das schon. Es wurde ja auch noch erwähnt, dass man mit diesem Kompass, den wir da gefunden haben, noch in dieses Dorf irgendwie im Wald kommt. Also da gibt es irgendwie diesen dichteren Wald im Süden, wurde uns gesagt. Das müsste ja dann wohl hier sein. Dann schauen wir uns das doch mal an. Was gibt's denn hier? Jetzt sage ich nochmal eine... Also die Eisenaxt hat er schon gehabt. Und hier hat es auch ein Bronzeschild gegeben. Das habe ich jetzt sozusagen einfach mal übersprungen für 310, weil das nächste dann, wie schon gesagt, das Eisenschild ist, was einfach dann nochmal mehr Abwehr bringt und auch nur 200 mehr kostet. Diese Needlegun kann man, also Odin kann auch diese Schusswaffen sozusagen hier benutzen. Die ignorieren praktisch alle Verteidigungswerte und so der Gegner und fügen immer einen festen Schaden zu. Ist auch egal, wie viel Angriffskraft die einem dann in dem Menü dazugeben. Die Needlegun macht immer 5 Schaden an allen Gegnern. Das ist jetzt vielleicht ganz am Anfang, ja, vielleicht einerseits gar nicht so schlecht. Andererseits haben wir schon gesehen, dass wir solche Gegner hier mit, dass er durchaus auch zweistelligen Schaden macht. Und man muss halt bedenken, ein Schuss von dieser Needlegun kann nicht mal einen Swarm, den einfachsten Gegner im Spiel, töten. Also von daher ist mir die ein bisschen zu schwach. Aber klar, wenn man jetzt natürlich gegen 6 Gegner kämpft und macht dann jeden gleich mal 5 Schaden, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber naja. Willkommen in Epi. Okay. Das Goldene sieht wichtig aus, da gehen wir zum Schluss hin. Der Gouverneur von Motavia... könnte dir möglicherweise helfen. Okay. Noah lebt auf Motavia. Ja, ist wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Charakter. Weißt du, dass das härteste und stärkste Material unserer Welt ist? Also, ich weiß es, aber sagen wir nein. Es ist Laconia. Waffen aus Laconia sind die besten, die man haben kann. Also wir haben zumindest mal einen Krug aus Laconia gehabt, den wir gegen Miao eingetauscht haben. Dr. Luvena hatte ein Labor in Gothic, im Gothic-Wald vor langer Zeit. So wird erzählt. Okay. Ja, das muss man auch noch finden, wo das eigentlich ist. Suchst du nach einem Dungeon Key? Ja, immer.
Ich habe einen versteckt im Lagerhaus, im Außendistrikt von Kaminet. Ah. Ja, ich glaube, in den Lagerhaus gab es noch mehr als die eine Abzweigung. Das ist sozusagen wirklich das, was direkt neben unserem Haus einfach liegt. Und ich glaube, da war aber am Anfang eigentlich immer nichts. Das heißt, kann sein, dass man sozusagen wirklich erst mit ihm hier sprechen muss, damit das überhaupt funktioniert. Wir könnten jetzt mal schauen, ob es hier noch andere Gegner gibt. Ja, wie das immer so ist. Dann kommt natürlich überhaupt keine Encounter. Ja, die kennen wir auf jeden Fall. Ja, und wie schon gesagt, wenn man hier halt diese Needle Gun hat und die haben 11 Leben, also wenn die anderen nicht zusätzlich mit draufschlagen und sie hätten sie ja dann sowieso in einen Treffer besiegt, da macht man 5 Schaden, also er alleine bräuchte 3 Runden. Das geht sich dann halt nicht aus, also da würde es höchsten Sinn machen, wenn man alle Charaktere damit ausstatten könnte von Anfang an. Na gut, ja, dann vielleicht, aber nur mit dem einen, ich denke mal, das bringt einfach nicht besonders viel hier. So wie schon gesagt, der nächste Schritt wäre dann hier 520 Meseta. Wir wollen aber jetzt natürlich einfach mal nach diesem Dungeon Key schauen. Wie schon gesagt, so besonders groß war das Lagerhaus ja nicht. Müssen wir ja irgendwie finden können. Und hier waren wir links abgebogen. Ah. Und schon können wir sozusagen Türen öffnen. Und wir waren ja, als wir auf Motavia, dem anderen Planeten, waren. Und mit diesen, da war doch dieser Eingang zu diesem Gouverneur. Und das war so auch so eine Untergrundpassage so, sozusagen. Und auch da gab es ja so eine Tür, die verschlossen war. Das dürfte dort sicherlich helfen. Jetzt bräuchten wir nur noch, um dann dort wirklich hinzukommen, natürlich diese süße Sache, die wir dort sozusagen als Geschenk mitbringen muss. Und es soll ja Kuchen verkauft werden. Nördlich von der Hafenstadt Sion. Ja, das wäre dann sozusagen das nächste, aber bevor wir das machen, wird erstmal natürlich noch ein bisschen aufgelevelt hier. Okay, und jede Menge von diesen geflügelten Augen nochmal. Mehr von denen. Aber bis jetzt haben wir noch keine besonders gefährlichen Gegner hier im Wald gefunden. Alice steigt nochmal auf. Sehr gut. Ja, lauf mal auf jeden Fall hier noch ein bisschen rum. Skorpione, die nehmen wir doch gern mit, geben schön viel Geld. Was man über die Swarms ja nicht sagen kann. Da ist die Geldausbeute ja eher etwas spärlich. Andererseits natürlich, ja, möglicherweise natürlich wieder ein bisschen amüsant, dass irgendwelche Kreaturen, die da einfach in der Wildnis herumfliegen, dauernd irgendwelche Schatzkisten dabei haben. Na gut.
so war das halt damals. Werebat, okay, das ist auf jeden Fall mal was Neues. Fünf Schaden waren das jetzt. Mal schauen, wie viel es möglicherweise noch macht. Eins, damit können wir auf jeden Fall leben. Zwei, so, dann hole ich mir das mal kurz aus meiner Liste hier. Elf Erfahrung für einen Gegner, okay. 63 Meseta, na, das ist doch mal, natürlich mal eine schöne Sache. Wir machen trotzdem schon mal eine einfache Heilung auf uns selber. Und ja, bis 520 dauert es noch ein bisschen. Geflügelten Augen. Habe ich schon gesagt, ich werde jetzt einfach die komplette Stelle immer hoch und runter laufen. Gibt sicherlich Möglichkeiten, wie man das dann perfekt optimal macht, aber na gut. Und teilweise hat man dann auch gegen diese Fischmenschen, denke ich, am Strand gekämpft. Aber die waren, denke ich, gar nicht so einfach gewesen. Und von diesen Werbets kann es theoretisch maximal 4 geben. Das war natürlich schon relativ knifflig. Unter Umständen. Ein Dead Tree. Na, den sind wir auch noch nicht begegnet. Er war aber auf jeden Fall bei einem Schlag gleich mal weg gewesen. Das ist schon mal ganz gut. Erfahrung und 21 Meseta, also das ist natürlich nicht schlecht und war ja auch wirklich leicht zu besiegen. Ja, also die gefallen mir. Von denen hätte ich gern mehr. Ja, von denen nicht unbedingt. Ah, Skorpione sind weg. Okay. Ja, wie schon mal erwähnt, halt diese Random-Rate bei den Encounters wirklich sehr variabel. Also manchmal läuft man ja ewig lang dahin, bevor der nächste Kampf kommt und ein anderes Mal ist es tatsächlich ein einziger Schritt. Also ganz so verrückt hat man das später natürlich dann nicht mehr gemacht, aber da hat man sich halt gedacht, ach komm, random 50 oder irgendwas und ja, meistens kommt schon irgendwas mittelmäßig raus, aber manchmal kommt halt eine 1 raus und manchmal eine 50. Also wie das jetzt genau im Detail gemacht wurde, weiß ich natürlich nicht, aber irgend sowas in der Art könnte ich mir da durchaus vorstellen.
wäre da jetzt eigentlich ein Level von erreicht? Oh, Alice, ja, 76 HP, hat auch nochmal 2 Magiepunkte dazu bekommen. Sehr gut, also damit natürlich nochmal heilen kann. Sie hat immer noch Level 5. Odin hat schon Level 6, okay. Ja, aber es hätte jetzt auch nicht Sinn gemacht, Miau vorher schon ewig aufzuleveln. Wenn Odin noch nicht mehr dabei ist, und sobald man Miau hat, kann man ja nur wirklich Odin gleich sofort dazu holen, also. Natürlich, je höher dann die Erfahrungswerte gegen Ende haben werden, desto geringer dann natürlich auch der Unterschied in den Leveln, denke ich mal. Das wird sich dann schon alles so ein bisschen ausbalancieren. Ein einziger Swarm, na, das ist ja mal was. Hat gleich 4 Schaden auf uns gemacht. Das ist schon recht frech. Ja, jetzt haben wir mal wieder eine 1 gewürfelt. Man scheint auch ein Talent zu haben, immer die Gegner zu besiegen, die sie in ihren Zug schon angegriffen haben. Nicht etwa einen von denen, der noch nicht angegriffen hätte. Das wäre ja zu praktisch. Ja, aber alles in allem doch nicht so schlimm. So diese Man-Eater nochmal, die hat man doch auch jetzt. Ja, genau. Das waren die, wo meine Erfahrungsliste hier falsch war. Sollte jetzt 9 Erfahrungen geben bei 3, genau. Aber genauso viel Geld wie die Skorpione. So, ja, da sind wir ja fast bei unseren 1000 Meseta, die wir haben wollen. Ja, also wie schon gesagt, das ist halt wirklich diese Sache mit diesen Schadenswerten. Da nimmt man auf einmal wieder mehr Schaden als ein paar Level vorher, aber ja. Wenn halt der Gesamt-HP-Pool dann dementsprechend groß ist, dann natürlich auch nicht mehr so schlimm, wenn man 2-3 Schaden nimmt oder 4 vielleicht. Okay, jetzt haben wir schon mal 2 von diesen hier. Ja, mal schauen, wie sich das ausgeht. Viel Schaden haben sie jetzt nicht gemacht. Also das Problem ist halt, dass man nicht bestimmen kann, wer angegriffen wird. Und somit verteilen die das dann natürlich immer so schön zwischen den Gegnern. Besonders wenn sie halt relativ viel HP haben, dann und rein theoretisch könnte man auf maximal 4 davon treffen. Okay, Alice steigt auch nochmal auf. Also wird sie nicht diejenige sein, die gerade mein Level erreicht hat. Okay, dann habe ich das vorhin schon mal wieder übersehen. Max HP, na das ist natürlich jetzt schon mal was. Okay, dann bleiben wir erstmal nochmal vielleicht aus diesen Wäldern heraus, wenn wir jetzt nicht allzu viel mehr Mana mehr haben. Auch wenn natürlich noch ein weiterer Kampf wahrscheinlich dann gleich genügend Geld gegeben hätte. Ah, 4 Skorpione, das ist doch mal schön.
und haben null Schaden gemacht. Das ist doch mal was. Der hat auch keinen Schaden gemacht, auch sehr gut. Okay, die Truhe hat Schaden gemacht. Wir bräuchten 1040, also das müssten wir eigentlich noch irgendwie hinbekommen. Nochmal 4 Skorpione, sehr gut. So, haben wir jetzt 1040? Ja. Ja, Eisenschild. Schild war in Paseo, genau. Okay. 58. Ja, ist schon mal ein kleiner Unterschied hier. Und du hast wie viel? 46? Also klar, hätte man sich hier natürlich. Das ist gar nicht so viel mehr. Hatte er denn so viel weniger Abwehr? Na, offensichtlich schon. Na gut, dann können wir die anderen Schilder auf jeden Fall wieder verkaufen. Nein, nichts weiter verkaufen, okay. Ja, dann lassen wir uns hier doch nochmal aufheilen. Und schauen einfach nochmal nach, was jetzt die Erfahrungssituation sagt. 200 Erfahrung. Über 14 ist. Und Odin erreicht auch schon wieder den nächsten Level. Okay. So, nochmal unseren Hauptsave überschrieben. Jetzt schaue ich nochmal in meine Liste. Okay, also das nächste wäre dieses dicke Fell gewesen für Miau, was es auf der auf diesen anderen Planeten, ja auf Motavia gibt. Das kostet 630. Ja, da wir gerade eben schon bei 1000 waren, ist das ja jetzt eigentlich mal nicht so schlimm. Das sollte eigentlich gar nicht mal so lang dauern. Okay, ich würde jetzt aber trotzdem mal sagen, da wir jetzt gerade eben diesen Rundgang erstmal so weit drin haben, dass wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Genau. Und dann sehen wir uns sozusagen gleich wieder. Also da, bis gleich.